Seine Aktbilder machten ihn berühmt, doch Günter Rössler war mehr, so viel mehr. Zeitlebens ließ sich die Leipziger Fotografenlegende nicht auf ein Thema festlegen. Mode, Reportage, Kunst, all das interessierte ihn und ist Bestandteil seines Schaffens. Schon zu Beginn seiner Karriere unternahm Günter Rössler ausgedehnte Reportagereisen und zeigte sich als neugieriger Entdecker, als aufmerksamer Chronist seiner Zeit und einfühlsamer Beobachter seiner Motive. Zugleich widmete er sich der Mode- und Werbefotografie. Rösslers Aufnahmen zierten über Jahrzehnte Titel und bestritten Bildstrecken großer ostdeutscher Modemagazine. Eine Karriere im Westen schlug er aus. Möglich gewesen wäre sie ohne weiteres, wie jetzt wiederentdeckte Fotografien aus seinem frühen Schaffen zeigen. Günter Rössler stand für Vielseitigkeit, weshalb die Kunsthalle Talstraße die Vielfalt seiner Arbeiten nun zum zentralen Thema einer großen Werkschau macht. Wir versuchen, Günter Rössler einfach mal ein bisschen wegzuziehen von diesem Image oder diesem Stigma des reinen Aktfotografen. Und es dürfte wesentlich mehr sein, was hinter diesem Mann steckt. Und das zeigt mit Sicherheit diese Ausstellung. Seine Modelle inszenierte Günter Rössler gern jenseits des Studios. Er ging mit ihnen vor die Tür, zeigte sie in der Natur, im Trubel einer Großstadt, mitten im Leben. Allen Aufnahmen gemein ist die spürbare Nähe des Fotografen zu seinen Modellen. Diese Nähe war Günter Rössler wichtig, die Augen waren ihm das Tor in die Seele seines Gegenübers. Modefotografien gerieten bei Rössler so zu faszinierenden, kraftvollen Porträts. Einfachheit lag ihm am Herzen. Sie festzuhalten, das wusste er, ist die eigentliche Kunst. Es ist ihm immer wichtig gewesen, das Mädchen, die junge Frau nicht als Objekt zu sehen, sondern als Persönlichkeit, Vertrauen aufzubauen, die Person kennenzulernen. Also er wollte jetzt nicht nur den Körper, die Erotik ins Bild bringen, sondern schon auch das Selbstbewusstsein, die Natürlichkeit, die Person, die Frau. Also das war ihm immer sehr, sehr wichtig. Und dann natürlich der Akt. Auch er war Günter Rösslers Sujet von Anbeginn seiner Karriere und sollte schließlich zu einer Art Markenzeichen werden, mit dem viele den Leipziger Fotografen bis heute zuallererst verbinden. Seine Aktbilder machten Rössler bekannt, in der ganzen DDR, aber auch über ihre Grenzen hinaus. Mit absoluter Natürlichkeit als oberster Prämisse und hohem ästhetischem Anspruch schuf Rössler große Fotokunst, still und zeitlos, deren Anblick den Betrachter berührt. Er hüllt die Frauen gewissermaßen in ein Gespinst aus Licht und Schatten ein. Und diese sehr behutsame, nachgerade zärtliche Art, weibliche Körper darzustellen, hat sicher damit zu tun, dass das bei vielen Menschen so gut ankommt. Mit seinen Arbeiten machte er sich verdient um die Aktfotografie als ernsthafte und eigenständige Kunstform. Sein Gesamtwerk macht Günter Rössler zu einem prägenden Kopf der ostdeutschen Fotokunst.